Es geht um nichts Geringeres als den Klassenerhalt. Am vergangenen Sonntag empfingen die Herren des LTTC Rot-Weiß den TC Iserlohn auf ihrem Gelände in Berlin-Grunewald zu einem Spieltag, der nach der aktuellen Tabellensituation für beide Mannschaften von höchster Bedeutung ist. Ja, es ist ein ziemlich wichtiger Spieltag. Die Jungs spielen, um drin zu bleiben. Iserlohn spielt, um drin zu bleiben. Wir spielen, um drin zu bleiben in der zweiten Bundesliga. Von daher ist es ein ziemlich wichtiger Spieltag. Nachdem sich Rot-Weiß zwei Tage zuvor in Hamburg geschlagen geben musste, war dies die vorletzte Chance auf den notwendigen vierten Tabellenpunkt, um den Klassenerhalt zu sichern. Und dies hatten sich die Herren anscheinend zu Herzen genommen. Vor allem er, Sebastian Rieschek, startete den Spieltag erfolgreich und konnte den ersten Satz mit einem herausragenden 6:0 gegen Kontrahenten Jordi Walder für sich entscheiden. Auf dem Court nebenan standen sich Robert Strombach und der Tscheche Robin Stanzek gegenüber. Nach einem Rückstand von 0:3 konnte sich der Deutsche zwar vor allem durch seine starken Aufschläge zurückkämpfen, musste sich jedoch mit einem 2:6 im ersten Satz geschlagen geben. Stanzek fand für fast jeden seiner Bälle eine Lösung und konnte den zweiten Satz und somit das Match für sich entscheiden. Der den Ball einmal mehr reinspielt, gewinnt halt. Und er hat halt immer irgendeinen guten, super Ball reingespielt und ich habe halt immer ein bisschen zu früh den Fehler gemacht. Ebenso erging es Marcin Gaffron. Auch er konnte im ersten Satz lediglich ein 2:6 gegen Augustin Velotti erspielen. Zwar wurden die langen Ballwechsel zwischen den beiden recht schnell zum Publikumsmagneten auf dem Gelände des LTTC, doch auch im zweiten Satz musste sich Gaffron dem Argentinier gegenüber geschlagen geben. Nun war es an Sebastian Rieschek, im ersten Einzeldurchgang die Fahne oder besser den Schläger für Rot-Weiß hochzuhalten. Nach einem Sieg im ersten Satz konnte er sich mit einem umkämpften 6:4 im zweiten Satz gegen Walder durchsetzen und hielt Rot-Weiß somit im Rennen. Ja, ich habe sehr gut angefangen, sehr solide bis 6:0, 5:0. Und dann kamen neue Bälle, es war ein bisschen schwierig. Er hat dann gespielt, entweder hot oder top, hat alles getroffen und dann war es 5:4 und dann Gott sei Dank nochmal ausserviert. In der zweiten Einzelrunde sollte es dann besser laufen für den LTTC. Jerome Incerillo konnte sich in beiden Sätzen gegen den Bulgaren Tiomir Grozdanov mit jeweils 6:3 und 6:1 durchsetzen. Nicht so erfolgreich spielte der Franzose Martin Weiss. Er schien nicht so richtig ins Match zu kommen und unterlag Jan Mertl mit 2:6 und 1:6. Um nicht mit Rücklage in die Doppel zu gehen, lag es nun an Romain Juan, das Spiel gegen Václav Safranek für sich zu entscheiden. In einem der spannendsten Matches des Tages triumphierte Juan mit einem 7:5 im ersten und 6:1 im zweiten Satz. Also das 3:3 ist in Ordnung, ist gut für uns und wir haben zwei sehr starke Doppel und auch das letzte Doppel, denke ich, hat eine Chance, aber das muss gespielt werden. Iserlohn kämpft um den Klassenerhalt, wir auch. Aber wir haben jetzt unsere Chance. Nach dem Patzer am Freitag in Hamburg können wir jetzt alles wieder gut machen. Doch danach sah es zunächst nicht aus. Vor allem Gaffron und Rieschek kamen nicht so richtig gegen ihre Kontrahenten an und konnten in beiden Sätzen lediglich ein 2:6 und 3:6 herausspielen. In den anderen Matches verliefen die Spiele um einiges uneindeutiger und den 150 Zuschauern wurde es bis zum Turnierende nicht leicht gemacht, hier vorzeitig einen Sieger zu bestimmen. Doch nach jeweils zwei Sätzen stand dieser fest. Der TC Iserlohn konnte sich nach dem 3:3 im Einzel mit 2:1 im Doppel durchsetzen. Ja, jetzt müssen wir in Oldenburg punkten und hoffen, dass am Freitag, haben wir spielfrei, dass die dann einigermaßen für uns spielen, alle Mannschaften. Und wichtig ist, dass wir am Sonntag dann nochmal punkten und da werden wir auch nochmal alles geben. Am folgenden Sonntag ist es also Zeit, dem LTTC Rot-Weiß die Daumen zu drücken, um den Klassenerhalt in Oldenburg dann zu sichern.